Hallo und herzlich willkommen zu Folge 359, dürfen wir jetzt sein. Wir sind hier mitten in der Höhle. Und düsen hier wieder raus, natürlich. Wir haben ja in der letzten Folge 40, 50 Goblins abgeschlachtet. Ohne schlechtes Gewissen, natürlich. Das sind ja nur Goblins. Und ja, heute ist das Ziel, jetzt mal endlich die Räuber zu vernichten, die den Harun stören. Das haben wir in der letzten Folge nicht ganz hinbekommen, auch wenn ich es mir vorgenommen hatte. Ich habe mich halt in diese Höhle hier hineingewagt, habe mich selbst verloren und dabei haben wir eine Quest getriggert und ja, 40 Goblins umgebracht. Ganz normaler Alltag bei Gothic halt. Dann düsen wir jetzt mal wieder dahin, wo ich von Anfang an die Banditen auch vermutet habe. Also die Wüstenräuber sind ja eigentlich keine Banditen. Und zwar hier, ne, bei den Leitern. Wenn die da nicht sind, dann raste ich aber auch aus, weil ich keine Ahnung habe, wo die sein sollen dann. Übrigens, wir könnten mal so einen Trank trinken. Hier so ein volle Lebentrank. Wo haben wir denn? Hier. Haben wir noch 30 Stück. Das sollte vorerst reichen. 32 Goblinbeeren haben wir. 57 Heilwurzeln. Ach, nur 4 Kronstück. Ich dachte, wir hätten 7 dabei. Schade, naja. Kann man nach den Gürteln schauen? Na ja, gut, unser ist eigentlich ziemlich gut. Beschützergürtel. Ja, dachte mal, nämlich wir könnten uns vielleicht den mit dem 10 Stärke Bonus mal holen, aber der bringt glaube ich nicht so viel. Da bringt uns der Allround Schutz Gürtel mehr. So, dann eiern wir mal hier hoch. Bin mal gespannt, was da oben auf uns wartet. Hallo? Schon wieder ein Assassin. Ach, Scheiße. Jungs, langsam, langsam, langsam. Pfeilhagel ausweichen. Alter, was tut er? So, wenn ich mich recht entsinne, habe ich die nicht abgespeichert. Boah, tackert das hier. Boah, ist das laut. Warte, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Bitte sag mir nach dieser Quest mit Santiago, bitte. Oh, Saladinsbeutel, okay. Boah. Och nee, da hinten ist es. Ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner übel. Ich achte da jetzt runter. Ich hab da echt keinen Bock mehr. Ich lande sogar hier. Und lass mich da runterfallen. Damit ich keinen Full Life habe. Ich glaube, ich sterbe nicht von dem Fall. Tut mir leid, aber ich hätte jetzt keinen Bock, da wieder runterzulaufen. Das. Nee. Also, tut es mir leid. Für die, die ich jetzt enttäuscht habe. Aber ich bin auch nicht mehr Full Life. So. Ich weiß, es hat vielleicht ein bisschen weniger Leben, aber. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Aber nee, da hat jetzt gerade keinen Bock drauf. Überhaupt nicht. Ich ging nämlich auch nicht davon aus, dass die wirklich direkt, also ich meine, jetzt sich eigentlich was denken können, aber ja, unverhofft kommt halt eben oft, ne? Aber nee, das war mir gerade irgendwie alles zu viel auf einmal und ja, ich hätte vielleicht hier mal speichern können. Das wäre eine gute Idee gewesen eigentlich. Also hier, so. Ich habe das eben schon gespeichert, aber ist ja egal. Aber ich hoffe, ihr zeigt Verständnis dafür, dass ich da jetzt runtergedüst bin mit F8. Das hätte ich jetzt echt kein zweites Mal durchgehalten. So. Hat hier irgendwer einen Namen? Ist hier irgendwer Hussein? Saddam oder was? Ne, der schreibt mal anders, ne? Hallo, hier scheint was zu beobachten. So? Das geht dich aber nichts an. Also mach, dass du wegkommst. Warum seid ihr eigentlich immer alle so unfreundlich? Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier einen umbringe? Geht der Rest dann auf mich los?
Und da könnte ich hier alle einzeln irgendwie wieder weglocken, weil ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so. Wie viele sind die denn? 2, 4, 6, 9. Da benutze ich doch keinen Feuerregen für. Na, warte hier. Wollt ihr wohl damit aufhören? Gut, dass die wenigstens alle im Nahkampf auf die Fresse wollen. Das sind vielleicht trotzdem ein bisschen viele. Hier wird nicht gekämpft, klar? Lasst dir das eine Lehre sein. Hier wird nicht gekämpft? Ja, was ist denn dann das von euch? Ihr bringt mich einfach um. Also ja gut, ich habe angefangen auf den geschossen, aber das ist jetzt mal egal. Ich hätte auch gerne mal eine Frage an die Macher. Mir kommt es nicht so vor, als wären die Flugbahnen in Varant komisch. Oder bin ich irgendwann nur unfähig? Dops nämlich irgendwie so runter. Haben wir eine erhöhte Schwerkraft oder was? Mein Hussin hier ausnehmen. Ich meine, der andere klebt ja da irgendwie am Stein fest. Er braucht noch ein bisschen, bis er das Nichts zu schafft. holen. Nichts zu plündern. Na? Kacke, oder? Wohlgemerkt, die anderen da hinten haben das eben nicht ganz bemerkt. Die gucken daher, sehen, aha, da stirbt gerade einer von meinen Kameraden. Aber irgendwie interessiert es die gar nicht. Die sind eiskalt, die Jungs. Profis in ihrem Fach. Kaltblütigkeit hoch 40. Die wissen, wie es geht. Nur die können wir jetzt eigentlich lustig überraschen. Halt. Ich kann wieder ein paar Tomaten fressen. Wir haben gerade 88.840 Gold, alles klar. Und ich futter mal wieder ein paar Tomaten. Die müssen ja irgendwie auch mal weg. Ich meine, ach du Scheiße, der Lebensbalken erhöht sich fast gar nicht, wenn wir hier so Tomaten fressen. Wie viel waren es? 20 Stück oder 25? Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann es da einen Pluspunkt gibt. Auf jeden Fall haben wir noch einige Pluspunkte. Ja, es dürften 25 sein. Dann futtern wir mal wieder 25 Stück. Damit der Vorrat ein bisschen zur Neige geht. So, wir haben, warte mal, 25, 4. Ach du Scheiße, wie viele Stärkepunkte wir haben. Hier, also wie viele wir hier eigentlich noch haben. Wir haben auch noch 400 Käse, das bringt nur leider uns nicht viel. Was ist das für ein Käse? Ach, das ist Gothic 1 Käse. Anderer Jahrgang, ist ganz exquisit. So. Na, Feuermagie habt ihr jetzt auch nicht erwartet, oder? Vor allem keiner mit dem Schwert in der Hand. Ja, ich weiß, sie haben uns jetzt schon noch ein bisschen gegeben, wenn ich ehrlich bin. Oh, da sind Tomaten dabei, geil. Unser Vorrat ging nämlich eben gerade zur Neige. Beinahe. So. Jetzt brauchen wir hier so einen dicken Trank mal wieder. Hier. So. Jetzt natürlich wieder unsere Tarnrüstung, wenn man so will, hier. Was ist denn da hinten? Da ist auch wieder irgendwas. Will ich die Quest abgeben oder? Nee. Ich lass mal gucken, was es hier noch gibt. Ach du Scheiße. Ah, ich glaube, ich habe den schwarzen Troll gefunden. Der war also hier unten. Also weit unten hätte ich den nie vermutet. Nee, das kann der nicht gewesen sein. Irgendein anderer schwarzer Troll. Hallo? Na? Tja, Digga, zu langsam. So, mal kurz den schwarzen Troll umgelegt. Wieso war... Die spionieren hier
Also wenn ich mal ganz nüchtern das mal betrachte, die spionieren hier ein Händlerlager, ein Assassinenhändlerlager aus und genau nebendran ist ein schwarzer Troll. Wie können die da so ruhig beobachten? Die sind doch krank im Hirn. Oder blind. Oder beides. Was ist da hinten? Okay. Ruin. Oder was? Ich habe übrigens wieder keine Ahnung, wo ich bin. Also doch circa ein bisschen ungefähr. Hier ist sogar irgendwas. Wow, Bergkristalle. Hammerhart. Da unten ist wieder eine Höhle. Oh, hier sind überall Höhlen wieder. Was ist denn gerade über uns? Das ist nicht Uga. Ist das Amana? Nee. Oder ist das doch Uga? Ich glaub's. Nee, ist das Uga? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich dachte, auf dem Weg zu Harun könnten wir jetzt mal wieder ein bisschen hier die Gegend erkunden. Haben wir auch gut genutzt jetzt. 3 Folgen schon. Ne, sogar ein bisschen mehr. 4 oder 5. Ich weiß gar nicht genau. Wie gesagt, mit der Saladin Santiago Quest. Wenn ihr mir da helfen könnt, da wäre ich sehr verbunden. Weil ich habe da keinen Anhaltspunkt. Ich meine, eine Höhle irgendwo in der Nähe von Amana oder Richtung Amana von Uga aus, das sagt mir geografisch zumindest hier nicht viel. Wir könnten jetzt natürlich auch weiter erkunden, aber ich will jetzt auch nicht so ins Leere rennen. Ich meine, irgendwo werden wir bestimmt wieder was finden. Okay, so den Schaden haben wir gar nicht bekommen. Wie gesagt, wir könnten einfach ins Leere rennen, aber das habe ich jetzt nicht vor. Ich mache das dann ein bisschen geplant. Also wir reden jetzt mit Harun, geben die Quest ab und dann laufen wir noch ein bisschen hier in der Wüste herum. Aber das soll es dann auch gewesen sein erstmal. Hey, du. Ich habe den Wüstenräuberposten in den Bergen beseitigt. Gut, dann kann ich, was das angeht, wieder ruhig schlafen. Ich bin mit dir sehr zufrieden. Hier hast du deine 300 Goldstücke. Da habe ich mir kurz mal die Nase geputzt, deswegen gucken wir den auch hier, deswegen gaffen wir den gerade auch so 10 Sekunden lang nur an. Also ich hätte eigentlich schon Bock, nee, ich sag's am besten nicht, weil es regt die Leute sowieso wieder auf. Ich weiß nicht warum, aber wobei, wenn wir uns gegen die Assassinen stellen, können wir das eigentlich machen. Ich sag ja immer so aus Spaß, oder was heißt aus Spaß, ich hab's ja auch manchmal wirklich vor. Von wegen, wenn wir hier fertig sind und müssen nie wieder nach Marand oder wohin auch immer, dann töten wir hier alle Menschen. Aber das lasse ich einfach mal sein. Aber dann ist mir eingefallen, wir sind ja sowieso gegen die Assassinen. Deswegen könnte sich das sogar einrichten. So, ja, warum wusste ich, dass hier ein Wüstenschattenläufer ist? Antwort, ich wusste nicht, dass einer dort ist. Ich wusste nur, hier ist irgendwas. Denn ihr wisst ja, ne? Große Felsen, mitten in der Wüste, bedeutet Gegner in der Nähe. Warum, weiß ich nicht, aber das ist Fakt. So, deswegen, ich eier hier nochmal drum rum. Ach du Scheiße. Höhle, Höhle. Ich weiß gar nicht. Doch, das müssten beide Höhleneingänge sein, wo wir schon waren. Jetzt hoffe ich das einfach mal. Also sprich die hier in der ersten Etage und da oben in der zweiten Etage. Das dürften die sein, wo wir schon waren. Ah, hier ist sogar ein Weg nach oben an der Seite. Das ist ja auch interessant. Ich will mich jetzt gerade nur noch mal vergewissern. Ob das die Höhlen sind, ich glaube aber ja. Ja, das dürfte der sein. Ja, das sind die Höhlen. Ach du Scheiße. Ah, zum Glück kriegen wir kaum Fallschaden. Ich dachte, ich hätte hier in der untersten Etage eine Höhle gesehen, aber das dürfte das hier gewesen sein. Sprich, der Weg nach oben. Wir eilen jetzt trotzdem nochmal kurz in der untersten Etage hier rum, also ganz unten. Das sieht aus der Entfernung, sieht es manchmal aus, wirklich, als ob da Höhlen wären, aber
Im Nachhinein kann sich's auch nur als, ich sag mal, Texturen herausstellen oder Texturenfehler. Und hey, Gegner! Aber der Weg geht jetzt nicht ganz umsonst hierher. Ey, du hast nicht vor die Höhe. Nein, lass die Wölfe in Ruhe! Nein! Mein EP in Ruhe, du Sackgesicht. Auf mir rumzuhacken! Verpiss dich! Da ist nichts zu holen. Wüstenwölfe? Nennt man sowas nicht Schakal? Aber das sind jetzt einfach nur echt einfach nur Wölfe, die sich hier niedergelassen haben. Und sich angepasst haben, ne? Das müsste man jetzt natürlich zoologisch erstmal begründen. Und herausfinden und untersuchen. Natürlich machen wir das nicht. Denn wir können im Prinzip alles Unnatürliche unter dem Stempel, da ist nichts oder unter dem Aspekt Fantasy Game abstempeln, ja. Drücken wir mal so aus. Ja, in einem Fantasy Game kann im Prinzip alles passieren. Genauso wie in Fantasy Serien. Deswegen, immer wenn irgendwo in einer Fantasy Serie oder in einem Film oder sonst was, wenn jemand stirbt, mache ich mir erstmal gar keine Gedanken. Nichts zu holen. Das könnt ihr euch so merken, ne? Auch wenn wir hier sterben, jetzt in Gothic, oder? Lebt der Protagonist eh weiter. Spätestens nachdem wir das Spiel laden, ja. Also wieder neu. Dann kann man sich, wenn man viel Fantasie hat, auch darunter vorstellen, ja, der reist jetzt in der Zeit zurück, zur Zeitpunkt seines Todes und macht alles nochmal besser. Wenn man sich so tief hineinfühlen will, muss man nicht. Ist auch im Prinzip scheißegal. Und ja, das sieht von der Entfernung wirklich aus wie eine Höhle. Was im Prinzip aber nur dieser Weg nach oben ist. Wir könnten ja eigentlich nochmal hoch irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Also klar durch die Goblin-Höhle wieder. Und boah, diese Wege sind so krass weit. Deswegen laufen wir erstmal ein bisschen weiter durch die Wüste. Denn da war ja noch eine oder zwei Höhlen, die wir dann hier oben gesehen haben irgendwo. Ich weiß auch nicht, auf welcher Etage. Von hier unten sieht man das nicht so gut. Mit F8 könnte ich natürlich hochfliegen, aber das will ich eigentlich nicht. Deswegen düsen wir jetzt noch ein bisschen hier rum, die letzten paar Minuten. Ansonsten können wir eigentlich auch... Ja, ich hab viel mehr Quests als davor eigentlich. Stimmt, wir müssen beim Sindbad dann Dingen kaufen, Kraut. Und das dann Hector verabreichen, dann erzählt er uns, wie wir mit Tartaron umgehen müssen. Also das ist noch die Hauptquest, ich weiß schon noch, was wir machen müssen, keine Sorge. Nicht, dass ihr denkt, ich verliere mich jetzt wieder hier in Nebenquests. Das mache ich gerne, ich weiß. Aber das ist schon alles geplant. Hier, so, okay, hier waren wir. Ach du Scheiße. Klar waren wir hier schon mal. Ich muss euch sagen, Waran ist einfach viel zu groß. Da hinten ist nämlich das Nomadenlager. Das heißt, sind wir jetzt eigentlich mit dem Kessel fertig, also sprich mit dem Tal hier drin. Und ja, ich übrigens, wurde ich ja jetzt auch mehrmals schon gefragt. Ja, ich weiß, dass Waran noch viel größer ist als das, was wir bis jetzt hier gesehen haben. Denn da oben das Tor bei Ishtar, das geht natürlich auch auf. Und wir wissen ja auch, wo der Schlüssel ist. In Tartarons Truhe nämlich. Und natürlich werden wir da auch noch hingehen. Und ich glaube, ich habe gerade einen Weg gefunden, wie wir da hingehen könnten, wo ich hingehen wollte. Aber da ich hier schon mal war, könnte das eine andere Theorie bestätigen. Und zwar, dass wir da vielleicht schon mal waren. Hier ist alles einfach so groß. Wo geht's denn da lang? Ach so, wahrscheinlich nur um den großen Fels drumherum. Das ist wieder sehr suspekt hier, aber ne, hier scheint nichts zu sein. Ja, ne, okay, ne, gut. Da rennt man natürlich auch ganz oft gegen die Wand. Jetzt wie in meinem Fall. Man geht davon aus, man findet irgendwas und am Ende gähnende Leere. Das kann natürlich passieren. Aber hier haben wir wenigstens ein bisschen Gestrüpp.
Der Folge ist auch gleich rum, aber ich würde sagen, zu Beginn der nächsten Folge. So, jetzt gucken wir nochmal hier rüber. Hier sind drei Höhleneingänge und wir dürfen alle drei besucht haben. Gut. Jetzt ist ja nur die Frage, wo sind hier auf der Seite Höhlen? Ich glaube, da auf der anderen Seite, aber wie kommen wir da hin? Das und vieles weiteres erfahren Sie in der nächsten Folge. Nee, Quatsch, ich denke, in der nächsten Folge werden wir wirklich auch wieder zurück nach Uga gehen und da ein bisschen weitermachen. Ansonsten würde ich sagen, ich sehe es in der nächsten Folge, Moment, kurz mal. Wir müssen ja auch noch nach Ashdod. Und dann, bevor wir dann durch Ishtar durch, oder durch das Tor nach Ishtar durchmarschieren, dann müssen wir erstmal Tartaron und ne, die Schwarzmagier und dann müssen wir zurückbesinnen, warum wir überhaupt in Maran sind, denn die Assassinen haben sich irgendwie den Orks verbündet. Ja, die Orks sind ja eigentlich erstmal unsere Hauptfeinde. Wir sehen ja nur noch Assassinen vor uns und wir kooperieren ja mit denen, deswegen kurz nochmal selbst rekapitulieren, was wir hier eigentlich machen und wie wir hergekommen sind. Aber gut, wenn ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge, machen dann auch ein bisschen in der Hauptquest weiter. Beziehungsweise, wenn ihr mir bis dahin noch keine Infos gegeben habt bezüglich der Nebenquests, die jetzt von Hakon und Santiago uns mitgeteilt wurden. Aber ich werde wahrscheinlich so oder so erstmal die Hauptquests weitermachen. Oder die wichtigeren Quests, die uns voranbringen. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.